Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Wir haben heute den 14. Juli 2017 und heute ist der Kollega Legacy Gold Award erschienen. Er wurde auch schon geliefert. Dieser wunderbare Karton beinhaltet ihn hoffentlich. Und nachdem dieses Release für mich etwas ganz Besonderes ist, habe ich mir überlegt, das entsprechend zu würdigen bzw. zu feiern. Und daher werde ich ein kleines Gewinnspiel veranstalten, eine Verlosung, und ihr könnt einen Kollega Legacy Gold Award gewinnen. Jawohl. Am Ende dieses Videos erkläre ich euch kurz die Teilnahmebedingungen bzw. was für dieses Gewinnspiel notwendig ist, und die Infos dazu findet ihr auch noch alle in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, wir öffnen den Karton mal und schauen, was sich darin befindet. Und ihr seht schon, der ist relativ groß. Wir werden das Ganze jetzt einfach mal aufschneiden. Also, wir haben hier diese Paketklebebänder. Beziehungsweise wahrscheinlich besser, wenn wir es anheben. So, wir werden hier öffnen und dann noch einmal oben. So, jetzt sich das Ganze bestimmt aufklappen. Hier noch aufsäbeln. Alles klar. Okay, das ist so ein spezieller Deckel, das heißt, wir werden auch hier nochmal aufschneiden. Einmal. Und ein letztes Mal hier noch. So, aber jetzt. So, aber jetzt sind wir beim Innenleben angekommen und ihr seht, das Ganze ist nochmal separat verpackt. Also, wenn wir das jetzt hier herausheben. So, ich stelle den mal ganz kurz ab, damit wir auch genug Platz haben. Das heißt, dieser Karton kommt wieder weg. Für den haben wir keine Verwendung mehr. Okay, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Bestandteil. Und ihr seht, wir haben hier diese Schoner an den Ecken. Also der wurde wirklich mustergültig verpackt. Sehr schön, dass er nicht irgendwie beim Aufsetzen oder bei irgendwie, dass es beim Transport zu Schäden kommt. Da hat man sich auf jeden Fall was überlegt. Also viermal diese Eckenschoner. Und dann haben wir jetzt wieder hier einen quadratischen Karton, der hier ebenfalls wieder mit Klebeband zugemacht ist. Wir werden nun alle vier Seiten wieder aufschneiden, also das Klebeband. So, und ein letztes Mal auf dieser Seite. Okay. Und nun sind wir beim Innenleben angekommen. Wir haben hier einmal die Schlüssel, falls der eine oder andere es verpasst haben sollte. Ursprünglich war es so gedacht, dass der Gold Award eine Scheibe beinhaltet und man diese einfach an den Seiten hinausschieben konnte. Dann hat sich aber Kollege überlegt, dass das ja nicht hochwertig genug sei und dass er das Ganze lieber in einer Art Tresor herstellen würde. Deswegen haben wir jetzt nun zwei Schlüssel und können die Glasscheibe entsprechend mit einem Schloss öffnen. Gut, das hier ist die Kollege Legacy Bibel, die ebenfalls in dem Legacy Award enthalten ist. Dazu kommen wir gleich noch.
Und diese Änderung war natürlich auch der Grund, warum sich das Album um 2 Wochen verschoben hat. Alles klar. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier den Gold Award in Plastik im Karton. Ist die Frage. Ja, lässt sich bequem rausheben. Jetzt will ich mal kurz hinausheben, damit wir auch diesen Karton noch weggeben können. Alles klar. So, und dann haben wir das Ganze hier in Plastik. Alter. Also das sieht schon mal richtig, richtig fett aus. Jetzt stört natürlich noch der Karton, der da unter der Glasfläche angebracht ist. Bedeutet, wir werden jetzt gleich mal diese Schlüssel hier verwenden und hineinsehen. Absolute Premiere. So, ist nur die Frage, wie wir das jetzt am besten anheben. Alles klar. Ganz einmal, ja, okay, das bleibt offen, und diesen Karton entfernen. Okay, jetzt wisst ihr auch, warum der Karton da drin ist, weil die Alben natürlich entsprechend, ja, zu viel Bewegungsfreiheit da drin hatten, auch mit Karton anscheinend, und die etwas aus der Ordnung gekommen sind. Ihr könnt die natürlich anordnen, wie ihr wollt. Ist jedem freigestellt. Ich werde das Ganze jetzt einmal möglichst. Okay, hier ist auch schon wieder ein. Nein, oh ja, das stimmt sogar von der Reihenfolge. Also, wir fangen hier oben an: Zuhältertape 1, dann Boss der Bosse. Dann haben wir hier Alpha-Gene, dann Kollega. Das Zuhältertape 3 und das Hood Tape Volume 1. Alles klar. Sieht schon mal richtig, richtig geil aus, wenn ihr mich fragt. Alle diese Alben in dieser Schwarz-Weiß- und Gold-Optik. Und die obersten 9 sollten jedem ein Begriff sein. Und die 3 hier unten: Kollega, Legacy, dann die Legacy DVD und das Golden Era Tour Tape. Diese 3 sind neu auf diesem, in dieser Konstellation. Nachdem ich selbst ein riesen Kollega-Fan bin, sage ich mal, habe ich natürlich die Alben auch schon im Vorhinein besessen. Da habt ihr die Diskografie von Kollega. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich trotzdem sehr, sehr begeistert bin von dem Inhalt, weil abgesehen davon, dass es ein Gold Award ist, das ist wie Schicksal, weil ich habe echt vor ein paar Monaten mir mehrmals gedacht, als zum Beispiel 187 diese ganzen Gold Awards verliehen bekommen hat, dachte ich mir echt so, dass das schade ist, dass das immer nur die Beteiligten bekommen, also Rapper, Produzenten etc. Und dachte mir, es wäre doch mal echt geil, wenn ein Rapper sowas für die Fans anbieten würde. Also, weiß nicht, vielleicht kennt ihr das von Falco oder irgendwelchen alten Pop- und Schlagergrößen. Die haben das oft, da kannst du einfach so einen Gold oder Platin oder was auch immer Award kaufen, zum Beispiel im Internet, und die dann zu Hause hinhängen. Ich meine, du warst jetzt vielleicht nicht beteiligt an dem Album, aber du zeigst einfach damit, du bist Fan davon und du gibst auch gerne mal ein bisschen mehr Geld dafür aus, und sowas kann man sich einfach schön an die Wand hängen, im Gegensatz jetzt zu einer, ich sag mal, Premium-Box. Die kann man sich ins Regal stellen, schön und gut, aber das ist dann doch was anderes. Und es ist einfach ein würdiger Abschluss, meiner Meinung nach, von Kollegas Zeit bei Selfmade, weil Kollega gerade mit Selfmade, mit Elvia und den ganzen Labelkollegen einfach extrem viel erreicht hat.
und jetzt hier sein eigenes Ding macht mit Alpha Music. Und deswegen finde ich es einfach sehr gelungen, das hier als Abschluss anzubieten. 150 Euro ist jetzt nicht ganz billig, das stimmt. Aber wenn man sich mal überlegt, was man dafür bekommt. Also, wenn wir da jetzt nochmal reinsehen. Ihr habt hier diesen Gold Award. Und der ist echt ein ordentliches Extra, weil ihr seht das selbst, der ist poliert, der glänzt wie mit Fett eingerieben. Und egal ob von der Rückseite oder von der Vorderseite, es sieht einfach mächtig aus. Also ich finde es wunderschön. Und die Alben, wie gesagt, nachdem die in dieser Schwarz-Gold-Weiß-Optik gehalten sind, kann hier auch keine Auflage verfälscht werden, weil viele haben sich ja aufgeregt von wegen, ja, Zuhälter-Tape 3 oder was auch immer, Hoodtape Volume 1 hat ja eine limitierte Auflage und das verwässert jetzt den Marktwert etc. Nein, die sind natürlich auch nicht auf den Kopf gefallen, die Herren von Selfmade. Deswegen wurde hier ganz klar vom Design her ein anderes genommen. Das heißt, es ist natürlich noch ohne Zweifel festzustellen, was ist die originale Auflage und was stammt jetzt vom Legacy Award. Ja, auf die Alben selbst werde ich jetzt nicht mehr speziell eingehen. Die sollten jedem ein Begriff sein. Das würde auch, glaube ich, den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber was wir uns auf jeden Fall mal ansehen werden, sind die drei hier unten, weil diese sind natürlich noch relativ unbekannt. Einmal, zweimal, dreimal. Und ihr seht hier, wir haben das Ganze in so einem, ja, Hartplastik, Rahmen. Also das hier ist Hartplastik und der eignet sich ganz gut, um die Alben entsprechend darin einzufassen. Also die sind auch wirklich fest drinnen und verwackeln nicht. Also wenn ihr die einmal da wirklich angepasst habt, dann bleiben die da stabil drinnen. Und ihr könnt natürlich auch andere Alben reingeben. Ihr könnt da, was weiß ich was, eure Benjamin Blümchen-CDs oder was auch immer reingeben. In meinem Fall werde ich auf jeden Fall Kollegah drin lassen und auch die Reihenfolge so dementsprechend beibehalten. Und der Rahmen an sich, der ist aus Metall. Also ihr hört es schon, der ist wirklich stabil, der ist ja widerstandsfähig, sage ich mal, und fühlt sich auch echt, echt hart und stabil an. Jetzt würde mich noch interessieren, wie das Ganze hinten gestaltet ist, also speziell, wenn es ums Aufhängen, ums Anbringen an der Wand geht. Schauen wir mal kurz. So sieht das Ganze von hinten aus. Wir haben hier auch wieder dieses Hartplastik, die Rückseite. Und hier eine Holzplatte darüber, ich schätze mal einfach zur Stabilisierung. Dann haben wir hier noch einen Aufkleber von Selfmade Records. Und oben und unten an beiden Seiten haben wir, Frage, ob man es sehen kann, jawohl, haben wir hier so Löcher eingefräst. Die sind auf beiden Seiten vorhanden. Da drüben, die Frage, da und unten ebenfalls. Also einmal hier und einmal auf der drüberen Seite. Und da könnt ihr dann natürlich mit einem Haken oder wie auch immer das Ganze dann befestigen. Dann werfen wir jetzt nochmal kurz einen Blick in die Kollegah Bibel, in die Legacy Bibel und natürlich auch noch auf die drei CDs bzw. DVDs. Gut, wo öffnen wir es am besten? Hier hinten, wo die Schweißnaht ist. Da sehen wir schon, dass es leicht eingerissen ist. So, ist mehr so ein, ja, wie so eine Broschüre, wie so ein Taschenbuch, kein Hardcover. Die erste Frage ist jetzt unscharf, weil es natürlich die ganze Zeit jetzt da hinten fokussiert. Wir werden das mal kurz räumen. Also, hier lesen wir die Kollegah Legacy Bibel.
Hier haben wir den Boss der Bosse, den alleinigen Weltmonarch Kollega, die Kollega Legacy Bibel. Und hier haben wir, wenn ich richtig informiert bin, alle Songtexte, die sich auf diesem Album befinden. Also vom Legacy Album. Nicht alle Alben, die wir hier in dem Award haben, sondern wirklich die Tracks, die wir hier drauf haben. Das sind ja wirklich die, sagen wir mal, Greatest Hits 2015 bis 2017. Die sind hier in Textform vorhanden. Und zwischendurch haben wir noch kleine Illustrationen vom Kollega, wo hier einfach der alte Malwettbewerbskönig es sich nicht nehmen lassen hat und ein paar Rapper-Porträts noch hinzugefügt hat. Und im letzten Bereich des Buchs haben wir noch alte Aufnahmen. Also wir haben hier zum Beispiel Rizbo, Kollega, damals noch sehr, ja, ich sag mal, sonnengebräunt bzw. Solarium oder Selbstbräuner gebräunt. Und hier die ganze Gang, nochmal Rizbo. Dann haben wir hier Kollega, Rizbo, Slick One bzw. Elvia und Favorite und Schimmel. Lange nichts mehr gehört für Schimmel. Und ja, einfach ein bisschen in alten Zeiten schwelgen, in alten Erinnerungen. Da sind auf jeden Fall einige schöne Aufnahmen dabei. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir Kollega 2005 bis 2017, also die Legacy CD. Und dieses Cover, muss ich ehrlich sagen, finde ich auch übertrieben heftig, weil, ist die Frage, ja, oh ja, man kann das sehen, weil es so ein Hologramm, so ein Wackelcover ist und ihr könnt hier einfach Kollege sehen, einmal in jungen Jahren, also hier so, ich sag mal, zu Zuhälter-Tape-3-Zeiten und dann hier zu aktuellen Zeiten, natürlich deutlich gealtert und auch hier mit Bart und auch anderem Kleidungsstil, also richtig, richtig geil. Dann haben wir hier 40 Tracks und hier ist auch noch aufgelistet, CD1 handelt die Zeit von 2005 bis 2010 und auf CD2 kriegen wir 2011 bis 2017 geboten. Also wirklich ein Best-of, Wahnsinns-Tracks dabei aus alten und neuen Alben. Dann haben wir den Kollega Legacy, was ist das? Die DVD. kein weiterer Tonträger, die DVD. So sieht das Ganze aus. Und dann haben wir natürlich auch noch ein Innenleben. CD1. Und CD2, hier hinten noch Selfmade Records und das Booklet. Das ist die Frage, wie wir das jetzt hinausbekommen. So, aber jetzt. Also hier haben wir die ganzen Tracks aufgelistet, inklusive der Infos, wer für Beat, Text etc. zuständig ist. Dann hier die CD2 und hier nochmal alle Alben im Überblick. Schönes Booklet, alles in dieser Schwarz-Gold-Optik, gefällt mir echt gut. Okay, dann haben wir die Kollega Legacy DVD. Sieht so aus. Das Einzige, was mich stört, ist dieser 16er. Dass dieser nicht aufgeklebt wurde, sondern wirklich aufgedruckt ist. Ah, okay, sehr gut.
Dadurch, dass wir hier Kollegah nochmal in dieser Pose haben, können wir es natürlich als Wendecover verwenden. Bedeutet, wenn wir das jetzt hier hinausnehmen, haben wir hier einmal den 16er und hier einmal ohne. Hier noch Infos zur DVD, wer da mitgewirkt hat. Und jetzt können wir einfach diese Seite reingeben, Booklet umdrehen. Und dann haben wir auf dieser Seite Kollegah Legacy DVD ohne den 16er. Gefällt mir richtig gut. Da hat jemand mitgedacht. Und dann haben wir als letzten Bestandteil, darauf freue ich mich extrem, das Golden Era Tour Tape von Figup Braslevich produziert. Da haben wir alleine 28 Tracks. Also das nenne ich mal ein Bonusalbum. 28 Tracks. Und hier geben sich wirklich die größten deutschen Rapper die Ehre. Also Alias, Pretty Mo, Favorite, Karate Andy, Pilat, Sayed, Corey, Gebrüder King, Manuelsen, PA Sports, Morlock Dilemma, Greg Pipe, 18 Karat, Play 69, CR7Z und hier unten war noch einer, der mir ehrlich gesagt nichts sagt, Jesen Flays. Also Jesen und Flays sagen mir nichts, ansonsten alle natürlich ein Begriff. Und hier auch wieder die Möglichkeit eines Wendecovers. Können wir natürlich in diesem Rotstich oder in dieser Schwarz-Weiß-Optik machen. Und so sieht das Ganze von innen aus. Bin schon sehr gespannt. Es gab schon viele Einblicke, viele Hörproben zu diesem Album, zu diesem Golden Era Tour Tape. Aber das ist mal eine richtig gute Idee. Also gerade auch so vom Stil her, dass das so während der Tour hauptsächlich entstanden ist. Und gerade Kollegah und Alias. Also ich glaube, die verstehen sich textlich blind und gehören zu den größten Textern, die wir haben. Und ja, dementsprechend ist es sicher eine gute Kombination. Okay, und jetzt abschließend, wie am Anfang versprochen und angekündigt, erkläre ich euch noch ganz kurz die Details zu dem Gewinnspiel. So, und zum Abschluss erkläre ich euch noch die Details zum Gewinnspiel bzw. was dafür notwendig ist, um am Gewinnspiel an der Verlosung teilzunehmen. Und zwar, es beinhaltet drei einfache Schritte. Schritt Nummer 1, abonniere diesen Kanal Unbox Kings auf YouTube. Zweiter Schritt, kommentiere das Video, also dieses Video, dieses Unboxing vom Kollegah Legacy Gold Award mit deiner Lieblingsline vom Kollegah. Ob das jetzt eine Punchline ist, ob das irgendeine tiefergründige Zeile ist, ganz egal, welches Jahr, welches Album, welcher Track, ist mir vollkommen egal. Eure Lieblingsline von Kollegah in die Kommentare, können von mir auch mehrere Lines sein. Und Schritt 3, Unbox Kings auf Facebook liken. Alle Informationen bzw. die drei Schritte nochmal im Detail findet ihr unter diesem Video in der Videobeschreibung, falls es jetzt zu schnell oder irgendwie missverständlich war. Und das Gewinnspiel endet genau in 4 Wochen, nämlich am 14.8., am 14. August um 23.59 Uhr. Dann wird ausgewertet, wer diese drei Schritte durchgeführt hat und der wird von mir dann per Privatnachricht kontaktiert. Und wenn wir es schaffen, würde es mich natürlich freuen, wenn die glückliche Gewinnerin uns dann auch ein Foto zukommen lässt, wenn wir, wenn der Gold Award angekommen ist. Ja. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.